So, guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen auf meinem Kanal bei der Schönbuchgams. Hier ist der Michael. Und ja, was habe ich heute vor? Im Moment haben wir wunderschönes Wetter. Wir haben Sonnenschein bis um 11, 12. Wegen dem bin ich jetzt schon unterwegs. Und ich bin heute wieder mal mit meinem E-Scooter Soflo unterwegs und will in das schöne Brombachtal bei uns hier in der Nähe ein bisschen durchfahren, will euch das Tal zeigen. Gibt es auch einen schönen See. Ich hoffe, der ist nicht zugewachsen. Und ja, ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und ja, dann würde ich sagen, einfach, wir fahren los und schaut das Video an durch das schöne Brombachtal. Wird bestimmt schön. Also, auf geht's, wir fahren los, ich starte meinen Roller. Auf geht's. So, wie man jetzt erkennen kann, bin ich hier auf dem Radweg zwischen Neuenhaus und Eich. Und den werdet wahrscheinlich die ein oder andere kennen. Da habe ich ja auch meine erste Testfahrt gemacht mit dem E-Roller. Und ja, jetzt fahre ich bis nach Eich und in Eich biege ich dann links ab. Und dann geht es unter diese Eichtalbrücke durch, in das sogenannte Brombachtal. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich kann bestimmt schöne Aufnahmen machen bei dem Wetter. Im Moment ist es noch richtig schön sonnig. Aber das soll ja gegen später wieder wolkig werden. Und wegen dem bin ich jetzt schon unterwegs. Wir haben so circa 4-5 Grad. Aber ja, mit der richtigen Klamotte geht es. Gut, an der Ohren ist es ein bisschen kalt, aber naja, egal. Ne? Also gut, dann seid gespannt und ich melde mich, sobald wir in das Tal reinfahren. So, wie man jetzt erkennen kann, ich hoffe, man kann es erkennen, bin ich jetzt gerade vorne in Eich links abgebogen und befinde mich jetzt schon hier Richtung Brombachtal. Und ja gut, der Weg dahin ist ein bisschen holprig, aber er geht. Und ja, wie man sieht, die Bäume sind immer noch richtig schön gefärbt. Natürlich habe ich wieder das Wetter super erwischt. Ja. Wie gesagt, ist halt ein bisschen kalt auf dem Roller. Aber mit der richtigen Klamotte geht's. Ja. An der Ohren ist es ein bisschen kalt, aber sonst, ja, es geht. Ja. Also, jetzt fahren wir noch ein Stückchen. Ich hoffe, ihr könnt es da vorne sehen. Da kommt jetzt wieder diese große Eichtalbrücke von der B27, wo von Stuttgart nach Tübingen fährt, wo von Stuttgart nach Tübingen führt. Und das ist die sogenannte Eichtalbrücke. Da fahren wir jetzt gleich unten durch. Da halte ich aber geschwind und zeige sie euch. Und dann geht es ein bisschen der Buckel auf. Und dann geht es wieder leicht links weg in das Brombachtal. Also seid gespannt und ich nehme euch gleich dazu. Zeige ich euch geschwind hier.
diese sogenannte Eichtalbrücke. Und der Hanne geht jetzt geradeaus in das Brombachtal. Also, gehen wir weiter. Ja, wie gesagt, wie man sehen kann, die Bäume sind ja immer noch richtig schön gefärbt. Ja. Was eigentlich, sage ich ja mal, für Anfang November schon ein bisschen ungewöhnlich ist, weil wir ja echt einen warmen Oktober hätten, bei uns zumindest. Und von daher sind die Bäume echt noch richtig schön bunt gefärbt. Und ja, jetzt schauen wir mal, jetzt fahren wir der Hanne gleich ein Stückchen hoch, der Bugge, und dann geht es links weg in dieses Brombachtal. So, jetzt geht es hier runter in dieses sogenannte Brombachtal. Und dieser Weg führt nach Bohlande, Filderstadt Bohlande. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt. Und ich nehme euch einfach jetzt mit durch dieses wunderschöne Tal mit seinen herbstlichen Farben. Und wir fahren dann vor bis zum See. Und ich hoffe, da sieht man was. Also ich muss sagen, im Moment fahre ich hier schön gemütlich so mit 15 km/h. Ja, natürlich der Weg, der hubbelt da ein bisschen, gell? Also, ja, ja. Aber ich muss sagen, von den Farben her wunderschön. Schade, dass jetzt die Sonne noch nicht so richtig hier reinkommt. Die ist noch nicht so hoch, weil wir haben jetzt gerade, glaube ich, mal 9 Uhr oder 9:30 Uhr. Und ja, das wird jetzt schon wieder so diesig irgendwie ein bisschen. Und wegen dem ist natürlich jetzt hier nicht die richtige Sonne. Aber na gut, ein bisschen kann man es ja erkennen. Also wunderschöne Farbe hier. Ne? Also echt schön hier. Boah, also das da, das sieht ja jetzt auch schön aus. Da Hanne kommt jetzt die Sonne. Herrlich, wunderschön. Ja, das sieht natürlich schön aus, ja. Wunderbar. Hier drüben sieht man auch nochmal schön diese Farbe von den Bäumen. Richtig klasse. Schön. Ja. So, ich bin jetzt hier schon am Ende von diesem
Brombachtal. Und hier kann man jetzt erkennen, fließt dieser Brombach. Und dieser Brombach, der fließt jetzt weiter von da, wo ich hergekommen bin, und geht dann Richtung in die Aich. Und die Aich fließt dann Richtung Nürtingen und geht dann rein in den Neckar. Ja, und wie man jetzt hier unschwer erkennen kann, haben sie der Hanne ziemlich gewütet. Und wie man sehen kann, hier war eigentlich ein schöner See. Dieser See ist jetzt ausgetrocknet. Da ist weder Wasser drin und liegt alles voll mit Baumstämme. Aber ich denke mal, die werden sie noch rausholen. Aber ja, hier sieht es ziemlich wüst aus, muss man sagen. Da vorne hat es eine schöne Bank, wo man eigentlich gut sitzen kann. Ich zeige das euch jetzt noch mal kurz hier. So, der Hanne war jetzt eigentlich ein wunderschöner See mit so einer kleinen Insel da vorne. Ja, es sieht natürlich nicht schön aus, muss ich sagen. Ja. Aber gut, kaputtes Holz muss raus vom Wald, ne, dass es Platz macht für neue Bäume. Naja, aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen dieses Brombachtal zeigen. Ich werde jetzt noch ein Stückchen weiter hier hochfahren. Ich hoffe, da wird es nicht allzu dreckig. Und werde euch dann zeigen, wo es rausgeht aus dem Tal. Ja? Also gut, dann bis gleich. Morgen. So, wie man jetzt erkennen kann, bin ich jetzt so ziemlich am Ende von diesem Brombachtal. Ich fahre aber noch ein Stückchen geradeaus weiter aus dem Wald hier raus, dass man ein bisschen sieht. Ja. So, jetzt kommen wir hier gleich raus. Na? Da hat es steht auch ein richtig schöner großer Baum. Ich fahre mal drunter durch. Ich hoffe, man kann es erkennen ein bisschen. Na? Und dann zeige ich euch mal geschwind hier die Umgebung. Na? So, ich fahre noch ein Stückchen geradeaus. So, ja, fahre noch ein Stückchen. So, zeige ich es euch mal geschwind hier. Ja. So, wie gesagt, hier unten bin ich jetzt rausgekommen und jetzt kann man hier diesen Weg weiterfahren und dann geht es runter nach Bohnlande, Filderstadt Bohnlande. Ja, aber so weit will ich jetzt nicht fahren, weil da vorne kommt eine Kläranlage und ja, da ist es jetzt auch nicht wirklich so schön. Und jetzt wollte ich euch hier das einmal zeigen, wo man hier rauskommt. Ja. Und dann würde ich sagen, drehe ich wieder um. Ja, und melde mich dann nachher nochmal. So, jetzt gehe ich nochmal hier geschwind runter. Da sieht man jetzt hier schön diesen Brombachtal. Diesen Brombach. Ja, wie der hier so wild verläuft. Ist natürlich auch schön. Ja.
So, da vorne sieht man jetzt nochmal die Eichtalbrücke von der anderen Seite. Ich bin jetzt schon wieder fast draußen von diesem Brombachtal und fahre jetzt wieder auf Eich zu, da wo ich vorher links abgebogen bin. Ja. Ja. Und was ich noch sagen muss, da werde ich vielleicht, ich halte mal geschwind an. Da Hannes, sieht man, da kann man jetzt so einen geteerten Weg hochfahren, zwischen den Pfeiler durch, die Brücke hoch. Und ich glaube, das werde ich einmal probieren, weil das ist eine ziemliche Steigung. Da Hannes kann man es auch nochmal sehen. Da Hannes kann man auch, also Straße hochfahren. Und dann kommt man oben an der Brücke raus. Und das werde ich auch mal testen, sobald das Wetter wieder gut ist, beziehungsweise sobald es nicht ganz so kalt ist, mittags. Und werde mal probieren, wie er im schnellen Modus da hochfährt, weil da geht es doch ziemlich steil hoch. Und da bin ich mal gespannt, wenn er vollgeladen ist, wie er da hochzieht. Da werde ich auch mal einen Test machen. Dann werde ich auch noch mal einen Test machen bei der Nachtfahrt, wenn es dunkel ist. Wie da das Licht von dem Scooter ist, das werde ich auch mal machen. Und ja, im Moment bin ich sehr zufrieden mit dem Roller. Für so kleine Touren hier jetzt geschwind. Weil, wie gesagt, heute Mittag soll es regnen bei uns und Bewölkung. Wegen dem habe ich gedacht, ich mache jetzt keine größere Wanderung. Wegen dem schlechten Wetter, was kommen soll. Heute Morgen war es jetzt noch schön. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt geschwind eine kleine Tour mit dem Roller hier in das Brombachtal. Und ja. Ja. So, jetzt fahren wir hier wieder raus. Und ich werde mich dann vorne nochmal melden. Und ja, ich nehme euch dann dazu, sobald ich da vorne bin. So, wie man erkennen kann, bin ich jetzt auf der anderen Seite von der Brücke. Ja, das ist nämlich hier die gleiche Brücke. Die geht nämlich über zwei Täler. Und ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Da, wo ich heute Morgen losgefahren bin. Ja, und ich melde mich da vorne nochmal geschwind. Hallo. Und ja, ich werde mich da vorne jetzt nochmal melden und dann geht's voll ans Heim. Also, wie gesagt, das war jetzt eine kleine Fahrt durch unser schönes Brombachtal. Leider war es natürlich am See nicht so schön, wie ich es mir erhofft hatte. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen so die Natur hier bei mir zeigen. Ich sage danke fürs Mitkommen, danke fürs Zuschauen und wie immer, lasst mir einen Daumen hoch da. Könnt auch gerne einen Kommentar schreiben, würde ich mich auch freuen. Und natürlich dürft ihr den Kanal abonnieren, der wo es noch nicht hat. Da würde ich mich auch freuen, ist alles kostenlos. Und ja, ich würde sagen in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ich gehe dann mal wieder wandern. Ne? Und ja, die ausführliche Testfahrt, was ich vorhabe, die Brücke hoch und eine Nachtfahrt, wie das Licht ist an diesem E-Roller,
werde ich natürlich auch noch machen. Und ja, in diesem Sinne, also bleibt mir treu, euer Michael vom Kanal Schönbuchgams. Macht's gut, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, ciao. Ciao, tschüss. Also, jetzt fahre ich heim. Ciao, tschüss.